Im Namen des Mondes informieren wir euch. Ja, herzlich willkommen zum Q&A-Panel und zur Autogrammstunde mit der Holly Schupp, die deutsche Stimme von Sailor Starfighter. Ja, zusammen starten wir das Q&A-Panel. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, eure Fragen zu stellen, die ihr schon immer wissen wolltet. Und natürlich um Sailor Moon, aber auch um andere Serien, um Synchron selber und andere Sachen, wie du zum Beispiel solche Conventions findest, etc. All diese Fragen könnt ihr jetzt stellen. Am Ende dieser Session gegen 16 Uhr werden wir eine Live-Synchronisation machen. Da wird sie den markanten Spruch "Mach das da heute mal auf" und die Angriffsattacke sagen. Und ja, und nachher folgt dann die Autogrammstunde. Wer mag denn das Q&A-Panel beginnen? Einfach Hand heben. Da wie kamst du so dazu, überhaupt in Schauspielerei zu werden? Ich komme von der Schauspielerei ursprünglich und von der Schauspielerei sich zu finanzieren ist für die meisten Schauspieler und Schauspielerinnen eher schwierig. Und dann hatte ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, dass es mir doch lieber ist, meine Stimme zur Verfügung zu stellen, als Trainer zu gehen. Das wäre so die Alternative gewesen und so kam ich dann zum Synchron. Nächste. Wie kam sie denn zu der Rolle von Saya? Also Sailor Moon lief ja da vorher schon eine Weile. Wie haben sie vielleicht auch vorher mitgekriegt? Wie sind sie denn dazu gekommen zu der Rolle? Die wurde mir einfach angeboten. Also da gab es auch kein Casting. Oder vielleicht gab es sogar eins, aber ich bin dran. Das war so ein ganz kleines Studio. Ich weiß ja nicht, inwieweit es ist bekannt, wo es aufgenommen wurde am Anfang. Das heißt Gruppe, FFF-Gruppe. Genau, zuerst war es in der Blase, die erste Staffel, und dann wurde es dann weitergetragen ins FFF. Das war in München. Ist immer noch in München. Außerhalb von München, eigentlich Grünwald war das damals. Ja, das ist so ein Vorort. Edler Vorort von München. Genau. Und so ein Familienbetrieb. Und wir haben dann auch die ganzen Pokémon-Serien gemacht. Machen wir, glaube ich, auch immer noch so weit weg. Da frage ich mal in die Runde. Die Pokémon auch mitgesprochen? Ja. Ich hab vorher im Auto mit Miriam drüber gesprochen. Ich habe verschiedene Pokémons gesprochen. Hab die aber alle vergessen. Bis auf eins. Es war ein Zwiebelgewächs. Klofensa. Klofensa, Klofensa! Ich glaube, alle Sailor Moon Sprecher waren noch im Pokémon involviert. Ja. Wir wissen ja jetzt warum. Ja, gleiches Studio. So, nächste Frage. Was wäre denn, wenn es mit dem Synchronsprechen jetzt nicht geklappt hätte, wann hätte es denn dann gemacht? Gute Frage, was hätte ich dann gemacht? Ich weiß nicht, ich mache mir natürlich jetzt nicht so viel Gedanken darüber, was wäre geworden, wenn, weil dann hätte ich mich auch gefragt, was wäre ich geworden, wenn ich jetzt die Schauspielerin geworden wäre. Ich meine, vielleicht Filmemacherin, vielleicht wäre ich Filmemacherin geworden, wer weiß, oder? Oder ich hätte exzessiv gekellnert. Kann ich dir abmachen, habe ich auch mal gemacht. Ja. Naja, also man muss dazu sagen, eben das mit der Schauspielerei, das ist ein toller Beruf. Ich spiele auch immer noch Theater und stehe auf der Bühne oder vor der Kamera. Aber man muss sagen, so auf den längeren Zeitraum ist es so, dass halt viele Schauspielerinnen, und das betrifft vor allem eben die Schauspielerinnen, weil es ist immer noch ein extremes Ungleichgewicht, weil es viel mehr Schauspielerinnen gibt und viel weniger weibliche Rollen. Dass letztendlich selbst die halt viel beschäftigt mal waren, was sowieso ein winzig kleiner Prozentsatz überhaupt ist, dann irgendwann draußen ist. Und wenn man sich dann eben das mit der Sprecherei eben nicht aufgebaut hat, was bei mir gar keine Karriereplanung, sondern eigentlich ja nur ein Entschluss war, und dann hat es so eine Eigendynamik bekommen, dann stehen halt viele wirklich vor
letztendlich fast keinem Einkommen und müssen sich dann und sind aber dann eben vielleicht auch schon älter überlegen, was sie machen. Das ist schon eigentlich eine ziemlich harte und taffe Lebensrealität für viele. Das heißt, dass wir, die wir dann eben über Synchron sprechen, ich mache ja andere Sachen im Bereich Sprache auch noch nicht nur Synchron, wir sind an der Stelle schon auf eine Art privilegiert, weil es ganz viel mit dem Beruf ja zu tun hat, es macht auch Spaß und die Alternativen sind nicht so toll, ehrlich gesagt. Können Sie sich denn mit dem Charakter Seier irgendwie identifizieren oder eher weniger? Ja, ich kann mich natürlich, wenn ich größenwahnsinnig bin, schaltern. Also es heißt ja, richtig taffe Persönlichkeit, sehr draufgängerisch. Ja, es sind einige Attribute, die diese Figur in der Serie hat. Aber ja. Ja, also ich meine, genau, die Alternative wäre natürlich Popstar. Ich meine, es hat ja auch total die Märkte der 90er getroffen. Die 90er waren ja geprägt von Boygroups, von Boybands. Mhm. Und ja, sogar im Anime-Bereich gab es dann diese Boygroup, diese Three Lights, die wir da sitzen haben. Ich habe mich geschaut, die Three Lights extra einfliegen zu lassen. Ich glaube, das war generell in den 90ern irgendwie so ein Hype. Naja, aber ich meine, das ist ja auch was Tolles. Also jetzt wirklich Popstar zu sein, ist jetzt, ich meine, nicht umsonst floriert ja auch das Geschäft da jetzt mit diesen ganzen Deutschland sucht den Superstar, was weiß ich, weil halt viele davon träumen, ja. Und letztendlich verbindet man halt viel Positives offensichtlich damit. Ob es dann am Ende wirklich so positiv ist, keine Ahnung, aber die Idee bestimmt. Da hinten. Wenn Sie ja eigentlich mit als Schauspieler angefangen haben, verfolgen Sie denn noch die deutsche Filmlandschaft derzeit? Und was halten Sie denn von der Richtung, in die deutsche Filmlandschaft geht, mit den Schweigern und Schweighöfern? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich eine Cineastin, die das nicht auslebt, was ich selber sehr bedauere und wo ich mir immer wieder vornehme, dass es wieder besser werden soll, weil ich eigentlich eben schon das Medium sehr, sehr mag. Aber aufgrund einfach so meiner privaten Situation, weil ich ja auch einen Sohn habe und eben berufstätig bin und was weiß ich, habe ich das jetzt nicht so verfolgt, aber ich mag das Medium sehr gerne. Ich habe mir jetzt diese Schweighöfer-Filme nicht angesehen, aber ich kenne natürlich den Kollegen und ich halte ihn für sehr begabt. Ich persönlich würde mal unterscheiden jetzt zwischen deutschen Filmen und Hollywood-Blockbuster. Ich glaube, dass Hollywood irgendwann ein absolutes Problem kriegen wird, weil irgendwann 3D und alles ist irgendwie am Computer zu machen, wird irgendwann ausgeschöpft sein. Und dann, nach meinem Dafürhalten, ist es so, dass jede Bewegung sozusagen, es geht alles in eine Richtung, dann gibt es irgendwann einen Gegentrend. Und dann wird wahrscheinlich auch Hollywood vielleicht wieder sich überlegen, einfach schöne Geschichten zu erzählen, wo es dann wirklich auch nicht nur um die Kulisse und um viele irgendwie Explosionen geht, sondern eben um die darstellerische Leistung. Und ich glaube, dass der deutsche Film auf jeden Fall ein Potenzial hat. Also, und ich glaube, dass Deutschland auch ein Problem hat, nämlich, dass vielleicht zu viele TV-Redakteure was zu sagen haben und dadurch verhindern, dass mehr experimentiert wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das auch wieder verändert. Genau, das ist jetzt meine langatmige Erklärung. Danke. Nächste Frage. Da? Hast du die Zeremonie mal angeguckt? Meinst du voll? Ja, ich habe sogar den Star Wars drum gebeten, weil wenn ich das nicht hätte tun können, es war einfach zu lange her, dann hätte ich überhaupt gar nicht mehr gewusst, was ich da eigentlich bin und was ich da gemacht habe. Also da wurde mir ganz liebevoll was zusammengeschnitten. Das habe ich mir dann auch angeschaut und das war ich sehr sehr gut. Ganz gebunden. Bockmann und Alexandra Stolona. Bitte an der Kasse die Tickets abholen. Danke sehr. Das ist auch nicht schön. Hier ist noch eine Frage, bitte. Wie war das über das vom Gefühl her, das war wieder so zu sehen, dass man das früher mal gesprochen hat im Endeffekt, was schon über Jahre jetzt her ist? Das war für mich ganz interessant, weil
ich einfach festgestellt habe, dass ich da wirklich viel vergessen habe. Und ich fand eben, muss ich sagen, wirklich diese Figur selber schon auch spannend. Also zum einen eben, dass sie eben diese übernatürlichen Kräfte hat, also und eben dieses, dass sie auch Popstar ist und diese andere Bühne. Und ich meine, sie hat ja auch eine super Figur und so. Ja. Doch. In der Gesang kam auch von? Nee, den hab ja. ich, das, also ich hätte das sehr gerne, ich singe ja auch, aber gesungen hatte, ja genau, Mara Winzer das gesungen. Ah. Ich wurde da auch gar nicht gefragt, ob das kann, sondern es war einfach schon gesetzt. Genau, sie hat uns ja gesagt gehabt, dass sie halt, als sie die Rolle der Luna angefangen hat, dass sie auch parallel dazu die ganzen Songs gesungen hat, die innerhalb der Serie stattgefunden haben. Und ja, demnach auch den Starlight Song, ich habe jetzt mal Starlights eingeblendet. Das ist ja. So. Ja, das ist so. Von der Mara Winzer der Luna sprechen und der Zeit, die wir noch eingesungen. Ja. Nächste Frage, bitte. Ja, hättest du damals schon gedacht, dass das solche Kreise zieht mit dieser ganzen, also dass Sailor Moon auch die Serie heute so noch bekannt ist und auch, dass du hier sitzen würdest und nach Jahren noch darüber Fragen beantwortest darüber, dass das einfach eine ganze Generation geprägt hat? Hat sich das damals schon abgezeichnet? Das war jetzt fünfte Staffel relativ spät mit den Starfightern, aber war das, hat sich das damals schon irgendwie rauskristallisiert, wie wichtig das werden würde für viele junge Menschen? Es konnte sich gar nicht rauskristallisieren für niemanden. Also es war meine erste Berührung damals mit Anime überhaupt. Und meine Zeichentrickerfahrung hat sich bis dato da auf Walt Disney gegründet. Und für mich war das eigentlich erst mal fremd. Also ich hatte das gar nicht verstanden, da mit diesen Riesenaugen und ja, also überhaupt nicht, gar nicht. Ganz erstaunlich eigentlich. Aber ich denke, es ist schon klar, Disney ist da ein Paradebeispiel, aber Sailor Moon ist ja 20 Jahre jetzt alt, aber trotzdem, wir alle hier sind irgendwie immer noch gefesselt von dieser Serie. Das ist, ich weiß, also ich habe von anderen Kollegen gehört, man hat damals schon im Studio dann irgendwie auch mitbekommen, okay, die Serie läuft jetzt gerade bei RTL 2, wie hier damals. Es ist schon erfolgreich und gab es auch schon damals Fanpost oder? Ja, es gab tatsächlich ab und zu einen Fanpost, stimmt, ja. Ich habe so Briefe dann bekommen, auch ganz liebevoll und war dann eben überrascht und konnte das aber nicht einordnen. Also, auch nicht positiv überrascht. Naja, schon, aber eben auch letztendlich das, was jetzt ich hier jetzt so eben wahrnehme und so kennenlerne, also diese Parallelkultur und Cosplayer und so weiter, das war mir natürlich alles nicht bekannt. Ich weiß auch nicht, ob es das damals dann schon gegeben hat. Sailor Moon hat es eigentlich begonnen. Sailor Moon war der Auslöser für solche Conventions. Ach, wirklich? Ja. Natürlich auch andere Serien, aber Sailor Moon war eine sehr wichtige Serie für diesen Markt. Ja. Auch für Cosplayer und auch für Conventions. Und ja, diese Serie hat vieles gefickt und ich glaube, deswegen ist das das Geheimnis oder der Zauber, dass es auch nach 20 Jahren uns alle immer noch fesselt. Deswegen, ihr habt da echt damals manchmal auch mit eurer Arbeit gesetzt und die Stimmen begleiten uns natürlich seitdem immer. Und es schon ist natürlich toll, also weil es gibt natürlich Sachen, da hat man eben das Gefühl, man muss halt wahnsinnig schuften, ja, jetzt nicht, dass wir da nicht auch gearbeitet hätten, das ist ja klar, sonst wäre es ja nicht entstanden. Aber eben der Lohn, ja, also eben dann so eine Anerkennung zu erhalten, ist dann letztendlich für einen selber überhaupt nicht kalkulierbar gewesen. Wo es dann eben andere Sachen gibt, wo man dann halt denkt, ja, und jetzt will ich da den Applaus dafür und den Beifall, und dann kommt halt nicht. Das ist ganz interessant. Aber vielleicht ist das eine Lebensweise. Okay. Nächste Frage. Da ist er lang. Ja. Können Sie eine Aussage darüber machen, ob das in der Synchronsprecherbranche spürbar ist, dass statt zu Berufssynchronsprechern öfter mal zu Laien gegriffen wird, beispielsweise zu Leuten, die nur über Plattformen wie YouTube beispielsweise entdeckt werden? Verstehe ich die Frage richtig? Also ob ich denke, dass es da eine Tendenz gibt? Ja. Also nach meiner Beobachtung glaube ich nicht, weil das Handwerk einfach zu viel erfordert. Also das Handwerk ist einfach
so speziell und es hat sich die Situation in den Studios auch extrem verschärft, dass ein Laie niemals bestehen könnte. Never. Also, weil es letztendlich zu viele Sachen impliziert, die man können muss. Also selbst sozusagen die Leute, die dann nicht vom Schauspiel kommen, sind ja dann zumindest als Kinder schon reingewachsen und haben das dadurch dann gelernt. Oder es sind eben Schauspieler, die eben diese Tastatur der Gefühle, die muss man ja eben einfach beherrschen und sofort eben auf Knopfdruck, wenn dann die Zahlen kommen, möglichst glaubwürdig eben alle Emotionen abrufen können, plus man muss ein starkes Rhythmusgefühl haben, plus man muss eben eine saubere deutsche Aussprache haben, also keine Akzente, keine Dialekte und letztlich auch eine bestimmte Musikalität, um eben diesen Rhythmus zu haben. Das schafft man leider nicht. Dankeschön. Das sind die Aspekte. Die nächste Frage. Bitte. Kann man dieses, also den Beruf Synchronsprecher eigentlich irgendwie erlernen? Also hat man das, macht man das in einer Schauspielschule oder? Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Entwicklungen, dass eben Schauspieler jetzt auch, was weiß ich, Workshops oder sowas machen, dass die dann, aber dann sind sie eben schon Schauspieler. Also das heißt, ein Schauspieler geht dann meinetwegen zu einer Veranstaltung und dann würde ich, also ich habe das jetzt noch nicht angeboten, habe das auch in dem Sinn nicht vor, aber ich weiß, dass es eben dann Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen dann eben den Schauspielern so und so geht's und versuchen ihnen das Handwerk zu vermitteln. Und ich denke schon, dass das hilfreich ist. Also bei mir war das so. Ich hatte einen Kollegen, der mich eingeführt hat und ich saß zum Beispiel einfach eine Zeit lang mit ihm dann im Studio, während er eben dann vor dem Mikro saß. Und ich würde sagen, eben Leute, die viel sprechen, weil sie entweder reingewachsen sind oder eben übers Schauspiel kommen, lernen, also können das dann relativ schnell lernen, wenn man eine bestimmte Begabung hat. Es gibt aber auch Leute, die haben diese Begabung, obwohl sie Schauspieler sind, haben die einfach nicht. Und die werden auch nie, auch als Synchronsprecher, Hauptrollen sprechen. Ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß nicht, was es ist, aber es gibt eben die, die es drauf haben und die es nicht drauf haben. Plus, ich finde eben auch, dass es schlechte Synchronsprecher gibt, finde ich. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem in ganz vielen Filmen zu sehen und zu hören sind. Und ich glaube, das hat dann damit was zu tun, dass letztendlich dann eben in der Arbeit nicht in die Tiefe gegangen werden kann, weil die Zeit gar nicht da ist und sich dann eben Anfängerfehler verfestigen. Anfängerfehler, die ich auch gemacht habe. Das ist jetzt wieder eine lange Antwort, aber eben, es gibt sowas, das heißt, das ist der Synchronton. Ja, da gibt es eine Kollegin, die hat es sogar bei der Felix-Verleihung, das ist irgendwie der deutsche Oscar, sogar auf der Bühne dann vorgemacht. Das ist so dieses, soll ich das mal vormachen? Den ja. Ah, würdest du mir mal den Kaffee geben? Oh, mir ist gerade wirklich wahnsinnig kalt. Ah, oh, du siehst toll aus. Oh, warum hast du das gesagt? Ich. Das sind Synchrontöne, die, also ich habe es jetzt sehr übertrieben, aber die haben eben mit dem, was dann echte Schauspieler leisten, jetzt kann man sagen, ich bin Nestbeschmutzer, aber das bin ich nicht, weil es ist ja jetzt auch niemand da und das wissen auch viele, ja, also dass es eben diese Synchrontöne gibt. Die sind einfach geboren aus der Zeit, die nicht da ist. Weil der Schauspieler hat ja eine echte Emotion entwickelt. Ja? Und wir kommen dann ins Studio und sollen das auf drei bedienen. Und das ist das Schwerste an dem Handwerk. Und das wächst meiner Meinung nach über die Jahre. Eben nur. So. Interessanter Aspekt. Nächste Frage bitte. Ich hätte gleich im Anschluss nochmal, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt manche Synchronisationen, die Sie auch selber schlecht finden. Was wären das zum Beispiel? Also wo würden Sie sagen, wenn Sie es im Film hören, oh Gott, das... Ich kann jetzt gar nicht eine bestimmte Serie oder irgendwas da rausgreifen, weil ich muss mich outen als jemand, ich
sitze so viel im Studio und spreche so viel, dass ich zu Hause nicht gucke. Und ich habe in der letzten Zeit jetzt weniger synchronisiert als Voice-Overs gemacht. Also das heißt, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich eben, wenn ich mir einen Film anschaue im Kino, dass ich eben manchmal ganz begeistert bin, ist aber Kino eben auch was anderes, vielleicht dann noch in der Zeit, die sich genommen wird, als Fernsehen. Und ich weiß, dass es anderen Kollegen auch so geht. Da bin ich manchmal begeistert, wie gut es gesprochen ist, weil eben es in die Tiefe geht und wirklich dann eben so nachempfunden ist, dass es echt ist. Und wenn da aber jemand diese falschen Töne eben hat, dann lenkt mich das so ab, dass ich gar nicht der Story mehr folgen kann, wenn ich das so aufregt. Ja. Okay, bitte. Gibt es irgendeinen Synchronsprecher, der Ihr Vorbild ist oder dessen Stimme Sie besonders bewundern? Nein. Die nächste Frage bitte. Ja, dann gibt es denn eine Wunschrolle? Was? Für mich als Schauspielerin? Ja. Also eine, die ich mir sozusagen, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich mal gerne spielen. Ja, also ich würde natürlich wahnsinnig gerne die Chance immer noch bekommen, also eine Rolle darstellen zu können, wo letztendlich alle Fähigkeiten, von denen ich denke, dass ich sie habe, dass ich die zeigen kann. Also was natürlich immer toll ist, ist, wenn eine Geschichte über einen längeren Zeitraum erzählt wird, also dass man meinetwegen ein Altersrange von 30 Jahren abdeckt, ja, also dass man altert. Und dann, was ich natürlich auch toll finde, ist, wenn es zum Beispiel eben auch über verschiedene Zeiten geht. Also das heißt, dass man, ich glaube, dass ich sehr wandelbar zum Beispiel bin, das würde ich gerne eben zeigen. Und auch einfach einen starken Charakter. Doch, das würde mir schon Spaß machen, klar. Also die Meryl Streep zum Beispiel spielt ganz tolle Rollen, ja. Also die facettenreicher. Ja, ganz genau, doch. Klar. Auch böse, so. Ja, also ganz sicher. Ich meine, die Angelina Jolie, die hat ja über diese böse Fee zum Beispiel dann auch gesagt, dass letztendlich die in Anführungsstrichen bösen Charaktere immer die interessanteren sind. Und da ist natürlich schon was dran, ja. Also weil das Liebe in Anführungsstrichlein, das kann natürlich dann auch eindimensional sein. Ich glaube, dass das Leben eh gar nicht so ist. Dass man sagt, da ist jemand, was weiß ich, wirklich böse, sondern oft steckt ja irgendein Konflikt dahinter. Okay. Nächste Frage bitte. Da hinten, bitte. Wenn man die Rating den Style nochmal anbieten würde als Synchronrolle, würden Sie die wieder annehmen oder würden Sie es mal ablehnen? Na, jetzt würde ich es natürlich erst recht annehmen. Das hört man gerne. Ja, es gibt ja in Japan eine neue Serie, Sailor Moon Crystal, die ist mehr an der Buchvorlage orientiert. Und wir Fans hoffen natürlich, dass alle Staffeln umgesetzt werden. Bisher sind nur die ersten 2 von 5 und Sailor Starfire taucht in der letzten Staffel auf. Ah, und wenn es erstmal in der neuen TV-Adaption auch aufgegriffen wird und es dann hoffentlich irgendwann mal nach Deutschland kommt, wir Fans brauchen dann natürlich die alten Rollen wieder her, wo das der Sprecher, dass sie wieder in ihre Rollen einschlüpfen. Und da wollen wir uns sehr freuen. Ja, super, ja, dann werden wir uns irgendwann wiedersehen. Oder hören. Nächste Frage bitte. War das für Sie damals schwierig, in die Rolle von Saiyan zu schlüpfen? Also, weil es ja Ihre erste Anime-Serie war und er ist ja auch Mann, also wenn er nicht auf Kriegerin unterwegs ist, war das für Sie schwierig? Ich kann mich, wie gesagt, gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber ich habe gehört, als ich da jetzt eben reingehört habe, was ich gemacht habe, ist auf jeden Fall, und das werden wir uns da erarbeitet haben, dass ich eben mit der Stimmlage einfach eben diese Tiefen gewählt habe. Also, und ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass es für mich dann schwerer war als andere Rollen auch. Das vermute ich nicht. Aber sicherlich schneller sprechen, oder? Denn bei einer Anime-Figur, die spricht ja teilweise wirklich
Ja, ja, genau. Also ich hatte jetzt auch ja wieder das zugeschickt bekommen, da habe ich gemerkt, dass sie relativ schnell dann eben spricht. Aber das gibt's. Also manche Figuren, also jetzt jedenfalls da, was ihre Schlachtrufe betrifft, will sie dann doch schnell zur Sache kommen. Ja, schnell den Feind aufmerzen, genau. Weitergeht. Genau. Ja. Okay. Nee, aber sonst glaube ich, war es nicht schwieriger als andere. Wenn zum Beispiel diese Jungs, die Zeichentrickfiguren eben, ich spreche eben manchmal Jungs, kleine Jungs, das geht manchmal ein bisschen auf die Stimme, weil die eben so eine bestimmte Frequenz haben, wo ich so einen Druck aufbauen muss. Das war bei der Figur nicht, also es war immer noch eine Stimmlage, die ich gut meistern konnte. Man kennt deine Stimme ja auch zum Beispiel aus Monster Ranger. Mhm. Wie hieß die Figur? Genki. Genki, die Hauptfigur. Genki. Oder der Domi gab es auch ein paar Jungsrollen. Ich habe jetzt auch letztes Jahr einen gesprochen, der heißt Iago, aber ich habe vergessen, wie die Serie heißt. Das ist problematisch, aber es ist auch ein kleiner Junge mit übernatürlichen Kräften. Wie heißt denn diese Serie? Waffen. Waffen. Könnte auch ein One-Shot oder so. Was heißt das? Also nur einmal Leben oder eine Staffel nur. Ja, nee, den gab es schon mal vor 5 Jahren und ist jetzt eben letztes Jahr wiedergekommen. Und haben auch die Franzosen synchronisiert. Und also ich meine nicht, dass ich jetzt nicht mit Anime extrem auskennen würde, aber die Zeichnung ist doch, ist eine Art, also ich würde sagen, ja, Anime. Okay. Ich glaube, da war mal eine Frage, oder? Und zwar haben sie ja auch ganz am Anfang in Sailor Moon auch die Sailor People synchronisiert, die ersten beiden Folgen. Und das wurde dann danach an jemand anders abgegeben. Wissen Sie das noch? Also wie die dazu gekommen sind? Was war das, Sailor was? Sailor Pluto, die ist in der, ich glaube, 2. oder 3. Staffel das erste Mal aufgetaucht, in der 2. Und da war sie aber nur 3 Folgen da und da haben sie synchronisiert und später wurde sie dann von jemand anders synchronisiert, als sie öfter aufgetaucht. Ah ja, das ist dann an mir vorbeigegangen. Das ist zum Beispiel halt zum Teil auch wieder typisch synchron, also... Gibt es da dann eine Auflistung so, ah, diese Rolle wurde schon von der und der und der Person gesprochen, fragen Sie jetzt nochmal. Weil heutzutage ging es ja nicht mit Internet, aber damals... Also ist es schon so, dass es eben eine Stringenz gibt und dass dann eben auch, ah, Sie haben das gesprochen oder du hast das gesprochen, sprich das wieder, das gibt es schon. Aber wenn es zum Beispiel da eben in diesem Studio war, und das war ja ein Familienbetrieb oder sowas, und die dann irgendwie jemanden halt bevorzugen, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das schon so gemacht. Also ich würde jetzt, wie soll ich sagen, ich halte das Synchrongeschäft jetzt nicht für ein aufrechtes Gewerbe. Aber es kann ja sein, dass Sie vielleicht durch die Selektion dann die Rolle fürs Album bekommen haben, weil Sie sich vielleicht, das kann sein, keine Ahnung, was das war. Es kann natürlich auch sein, vielleicht war es auch so, dass ich zum Beispiel nicht verfügbar war, weil ich irgendwo gerade war und die genau da aufgenommen haben. Das gibt es auch. Ja. Und die mussten in dem Zeitraum und dann wird halt umgesetzt. Das kann natürlich auch sein. Ja, kann sein, denn in dieser zweiten Stadt, wo sie 3 Folgen da waren, da war sie, sagen wir mal, nicht so eine große Rolle und erst später wurde ihr Charakter immer wichtiger. Ja, oder so, dass sie dann gedacht haben, ach, dann nehmen wir doch lieber die, die sowieso da schon ganz viel gesprochen hat, weil ich hatte ja um die Zeit, glaube ich, als Sailor Moon war, noch gar nicht so lange begonnen. Und da gibt es natürlich dann andere, die sind schon eben als Kinder reingewachsen und haben da irgendwie schon 20 Jahre gesprochen. Also die Sabine Böhmer zum Beispiel spricht viel länger als ich. Und da gibt es andere Kolleginnen auch, also die einfach schon früher begonnen hatten und vielleicht, dass man dann gesagt hat, naja, jetzt wird die größer, nehmen wir lieber die sowieso, die das eben zu dem Zeitpunkt viel länger gemacht hat. Jetzt mache ich es ja auch schon eben über 20 Jahre, aber damals noch nicht. Ja. Gibt es auch mal Rollen, die Sie vergessen und dann sich im Fernsehen wiederhören und dann denken, ach ja, das habe ich auch gesprochen? Gibt es sowas, gibt es solche Fälle auch mal bei Ihnen oder... Ja, wenn ich Fernsehen schauen würde, würde es das geben.
Aber führst du so quasi für dich eine Liste? Nein. Oder? Nein. Aber es wird eine Liste geführt für uns. Also es gibt Leute, die machen sich das Hobby, eben so Datenbanken eben zu führen. Und ich habe jetzt kürzlich so eine Auflistung, weil ich jetzt selber jemanden beauftragt habe, weil es gibt eben auch so eine, wie soll man sagen, die heißt GVL, Gewerkschaft zum Schutz von Leistungsrechten. Da bekommt man prozentual als Schauspieler und auch als Sprecher, die haben aber jetzt das System umgestellt, aber da kriegt man Ausschüttungen. Und das hat sich jetzt aber eben zu unseren Lasten entwickelt. Wir kriegen jetzt alle viel, viel weniger. Und es ist alles viel, viel schwieriger, dass man überhaupt einen Cent sieht. Früher war das so, da hat man am Ende des Jahres so einen Zettel ausgefüllt und hat gesagt, da und da habe ich gesprochen. Und dann war das unser Weihnachtsgeld von uns Synchronsprechern. Und jetzt prozessieren auch welche eben dagegen, haben wir das ganze System eben umgestellt. Und man muss unglaublich sich hinsetzen und recherchieren und machen und tun, damit irgendwie da eben ein müder Euro irgendwie rüberkommt. Und da habe ich jemanden beauftragt, dass er das für mich macht. Und er kriegt dann von meiner Ausschüttung prozentual von mir Geld, also er macht es einfach so und erst wenn ich Geld kriege, wird er bezahlt. Und da kamen Unmengen an Rollen und es waren dann auch, was weiß ich welche, da habe ich mal 20 Texte gesprochen. Diese Mühe hätte ich mir niemals, niemals, niemals gemacht. Und dann hat eben diese Firma Artus GVL, haben mir dann diese ganzen Sachen geschickt, per PDF, und ich habe nur geschaut, also dass sich jemand eben da die Mühe macht und dass es tatsächlich nachvollziehbar ist. Da gibt es ja auch diese deutsche Synchronkartei, da stehen ja auch viele Sachen drin und da bin ich die Tage mal durchgegangen und habe mich sehr amüsiert, da steht zum Beispiel bei in One Piece eine Rolle, ja, und da steht aber einfach nur Frau. Ja. Da habe ich gedacht, ja schön, das ist sehr genau, da weiß man bestimmt noch, was das war. Ja, ja, in One Piece spreche ich aber eine, die hat so einen Quadratschädel, ja, also ja, so wie so ein Fernseher, Kiwi. Die Figur Kiwi. Genau. Was kann man zu One Piece sagen? Wie ist da die Erinnerung da oder was meint man da mit der Serie? Also ich weiß ja, dass ich dann mit, wir waren eben zwei Figuren, Kiwi und die hat noch eine Mosu. Wir standen halt richtig gute Bonda dann immer zu zweit vor dem Mikro, was eben eigentlich ungewöhnlich eben jetzt zur heutigen Zeit und auch, das ja auch noch nicht so lange her ist. Das, daran kann ich mich erinnern. Und also die fanden, finde ich schon schrill, die Serie, muss ich sagen. Ja, da gibt es ja auch eine Szene, da waren die beiden auch dabei, da ist der Frankie, dieser Cyborg, und dann geht es irgendwie darum, dass die sich überall Arme wachsen kann, die Nico Robin, ihm dann seine Krone wählen. Die beiden Charaktere, die beiden Damen kommentieren dann immer, ja, du kannst sie doch nicht pflücken wie Äpfel. Ich weiß nicht, ob ich nicht ja, ja, das kann sogar sein, ja. Ganz absurd. Ja, ja. Und dieses ist ja auch eine sehr, sehr berühmte Serie. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch etwas älter, aber dennoch, heutzutage auch viele Cosplayer sieht man aus der Serie hier ja, laufen. Ja, weil der unglaubliche Charaktere natürlich sind. Also, es wäre mal lustig, so einen zu sehen, dann auch mit so einem. Also, Miriam, hast du schon mal so einen Cosplayer gesehen? Außerhalb des Internets, so auf einer Convention hier noch nicht, aber es gibt bestimmt welche, die das mal gemacht haben. Sich die so machen, ja. Ist aber eine Challenge. Ja, absolut. So, die nächste Frage bitte. Was ist denn jetzt im Moment Ihr aktuelles, was Sie jetzt machen? Synchron mache ich jetzt im Moment gerade nichts. Ich spiele jetzt gerade Theater und bin da in den Theaterproben. Und dann habe ich eben diverse Auftraggeber, eben für die ich regelmäßig arbeite, also zum Beispiel für den WDR und Sky und dann eben Discovery Channel. Also das läuft eigentlich immer die ganze Zeit einfach durch. Das sind aber dann keine Synchronsachen, sondern eben Kommentar, Voice-Over und genau, was war denn jetzt mein letztes Synchron, was ich gemacht hatte? Ja, da hatte ich auch irgendwie eine kleine Rolle bei der Scala Media für, das war aber real, das war nicht Zeichentrick. Mein letzter Zeichentrick war eben dieser Yahoo wieder, letztes Jahr, für diese Serie, die ihr nicht kennt. Ja, bei mir ist es viel mehr, also zum Glück, weil die Synchronbranche ist,
einfach sehr auch nach Berlin gegangen und ich bin ja ansässig in München und bin eben froh, dass ich jetzt vom Synchron, Synchron habe ich früher finanziert, würde es jetzt nicht mehr. Ich bin über Synchron in den anderen Bereich mit der Sprecherei eben reingekommen und es finanziert mich auch. Dieses Theaterstück, das macht mir Spaß. Ich spiele eine Ungarin, die in den Wäldern mit wilden Tieren lebt, um 1100. Und macht einfach Spaß. Also ich spiele einfach auch wirklich gerne. Ich mache den Beruf der Schauspielerei schon sehr gerne. Hast du in München aufgeführt, oder? Ja, in München. Das Thema vorbei. Willst du ergänzen, oder? Nee, das heißt Theater im Römerhof und das ist Garching, ist so ein letztendlich Teil von München Vorort, feiert jetzt 1100-jähriges Bestehen und im Rahmen dessen eben zu diesem Thema gibt es dieses Stück und es wird eben 6-mal aufgeführt. Aber sehr poetisch und auch mit Musik. Okay. Das ist doch. Meine Frage ist, besonders weil Sie haben, dass Sie auch sehr viele Voice-Over andere Sprecherrollen machen. Gibt es da denn, oder wie groß sind Ihre eigenen Möglichkeiten, auch sehr viele Rollen vielleicht mal abzulehnen, weil also aus irgendeinem Grund, dass Sie sprechen wollen? Ist ja egal, was für ein Grund. Gibt es denn irgendwann Probleme, wenn Sie oder mit einem anderen Kollegen mehrere Rollen ablehnt, dass man denn nicht mehr so einfach andere Rollen bekommt oder ist das akzeptiert? Also, ich bin bisher nicht in einer Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste irgendeine Rolle ablehnen. Also ich glaube zum Beispiel, da geht es auch darum, sich vorher vielleicht zu überlegen, in was für ein Genre geht man. Also ich weiß zum Beispiel, ich hätte Probleme mit Horrorfilmen, also einfach weil ich da zu zart beseitigt bin. Ich kann mir das einfach nicht anschauen. Also ich kann das einfach nicht unterscheiden. Also obwohl ich es weiß, ja, dass es Kunstblut ist. Sowas würde ich nicht machen wollen, also weil mich das einfach verfolgt. Und ich würde auch bestimmte Computerspiele, aber da stelle ich mich gar nicht vor dann in den Studios. Die würde ich einfach nicht sprechen. Also ich würde keine gewaltverherrlichenden, hier werden Leute abgeknallt, Computerspiele durch meine Stimme unterstützen wollen. Aber wie gesagt, ich gehe dann gar nicht in die Studios und stelle mich da auch gar nicht vor und insofern greifen die auch gar nicht auf mich zurück. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, inwieweit das wäre. Letztendlich wäre mir das dann aber egal, weil dann hätte ich halt in diesem Studio nichts zu tun, und aber in anderen Studios habe ich dann immer noch zu tun. Egal. Zum Glück. Okay. Nächste Frage. Da ist jemand? Ja, eine allgemeine Frage zum Synchronsprechen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den Synchronsprechern? Geht man dahin, spricht seinen Text und geht wieder? Oder kennt man sich? Ist man da per Du mit anderen? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie das damals war mit den anderen Sprechern von der Serie Sailor Moon. Kannte man sich da oder war das wirklich nur so ein, ich gehe da rein, mache meine Arbeit und gehe wieder? Nee, man kennt sich. Okay. Also auf jeden Fall, man kennt sich. Ich kenne ganz viele und hat auch ein herzliches Verhältnis. Was sich halt verändert oder vielleicht haben auch manche kein herzliches Verhältnis, ja, also je nachdem. Aber also ich mag viele Kollegen wirklich gerne und mit manchen habe ich halt einfach überhaupt nichts zu tun. Ich denke, das ist halt wie in jedem anderen Beruf eben auch. Und was sich halt verändert hat, früher war das so, dass wenn man eben Rollen hatte und man hat die Szene miteinander gespielt, dann ist man wirklich gemeinsam vor dem Mikro gestanden und hat die Szene auch als Schauspieler mit dem anderen gespielt. Und heutzutage wird man, das heißt, geixt. Das heißt, man steht ganz alleine da und der andere ist einfach nicht mehr da. Das heißt, die Hauptrollensprecher sind alle eigentlich alleine in den Studios. Und dadurch hat sich halt ziemlich was verändert. Macht es schwerer, wenn man kein Gegenüber mehr hat, mit dem man irgendwie interagieren kann? Also, ich finde es schade letztendlich, obwohl ich jetzt natürlich nicht die ganze Zeit da irgendwie in schwarz jetzt vors Mikro gehe, dass es jetzt nicht mehr so ist, ja, aber grundsätzlich hat es natürlich viel mehr mit dem Beruf zu tun. Also alles, was man gemeinsam mit Kollegen macht, eben das Miteinander spielen, das findet da eben nicht mehr statt.
Aber dann muss man auch wiederum sagen, eben synchron sprechen, natürlich kann das toll sein, ja, eine super Rolle jetzt zu spielen, die ein anderer eben sich erarbeitet hat. Und man muss das können. Aber wenn ich jetzt von mir als Schauspieler spreche, dann kreiere ich die Rolle lieber selber wirklich und stehe vor der Kamera und habe diese Arbeit gemacht. Also es ist ja trotzdem zwar ein tolles Handwerk, man muss es können, aber es ist noch was ganz anderes, was selber zu entwickeln und darzustellen. Also diese Unterscheidung muss ich schon treffen. Also ganz klar. Bitte? Gibt es eine Rolle oder einen anderen Charakter, den Sie gerne synchronisiert hätten oder würden? Ich kenne dazu einfach zu wenige Rollen. Also ich muss sagen, eben diese, wie soll ich sagen, eben Popstar, Mann und Frau, das alles, das finde ich eigentlich jetzt so gar nicht uninteressant, ja. Und dann kenne ich ja eigentlich jetzt nur diese Figuren, die ich halt gesprochen habe. Also ich kann da nur sagen, wenn ich jetzt hier diese Cosplayer sehe, dann würde ich dann eben meinetwegen sagen, ich finde ein Kostüm besonders ganz besonders interessant. Und dann würde ich sagen, ja, diesen Charakter würde ich vielleicht gerne spielen, weil ich den interessant finde. Ja. Wenn Sie jetzt sich zum Beispiel aussuchen könnten, welchen Hollywood-Star Sie gerne Ihre Stimme leihen könnten, wer wäre das denn? Weil die haben ja auch immer wieder meistens wiederkehrende Stimmen. Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, also ich finde natürlich die Meryl Streep unglaublich privilegiert mit dem, was sie spielen darf, aber die ist ja doch schon in festen Händen, schon lange, glaube ich. Also natürlich welche, die halt regelmäßig große Rollen spielen, wäre dann von Vorteil. Also mit Stimmt jetzt. Oder Jodie Foster finde ich auch spannend. Wenn so eine Hollywood-Stimme schon quasi eine deutsche Stimme vergeben ist, dann bleibt es so. Dann bleibt es so, ja. Gibt es ja keinen Weg dran. Naja, also der Johnny Depp wurde zum Beispiel ja mehrfach umgesetzt. Mhm. Also sowas passiert schon auch. Und liegt das dann meistens? An den Studios selber oder auch von den Fans her? Haben Fans so viel Einfluss? Ich weiß, dass der Markus Off, der den Johnny Depp gesprochen hat, der hat gegen Walt Disney prozessiert und hat auch gewonnen. Aber ich glaube, er hat dadurch seinen Charakter eben dann verloren. Ich glaube, das war dann wirklich der Preis, dass er dann nicht weiter dann besetzt wurde zum Beispiel. Das ist also eine Geschichte. Ich glaube, es war vorher so bei Fluch der Karibik, dass der da mit Nathan gesprochen hatte oder sollte, weil der ja auch viel Johnny Depp gesprochen hat und dann ging da aber irgendwas nicht, ich weiß aber auch nicht, was das war. Dann hat das der Markus Off gemacht und dann wurde David Nathan zurückgeholt, als der Markus Off das nicht mehr gemacht hat. Ah, ja, ja. Das war die Geschichte auch. Ja, ja. Ja, und die zum Beispiel die Angelina, die spielt natürlich auch tolle Rollen, ja. Also die, ich meine, es sind zwar auch viele Action-Sachen, wen gibt es denn noch? Ich meine, es gibt viele, aber wahrscheinlich sind bei mir eigentlich eher so Kinodarstellern, die mir einfallen. Und lukrativ sind eigentlich natürlich für Synchronsprecherinnen die Seriendarsteller. Weil die Kinos, also was weiß ich, sagen wir, so ein Schauspieler dreht, wenn es hochkommt, 2 Filme im Jahr. Ich glaube, mehr sind es nicht. Davon kann man ja nicht leben. Also kann man natürlich von Sachen, die immer wieder kommen oder die nicht laufen, und davon mehrere. Und da bin ich einfach in dem Geschäft zurzeit einfach nicht drin. Also das sind dann einfach, das ist dann wirklich auch der Nachwuchs, was weiß ich, weil die Serien dann eben auch gespielt werden von 20- bis 30-Jährigen und die teilen das dann halt unter sich auf. Okay. Nächste Frage. Da hinten noch einmal bitte. Wie weit haben Sie denn damals Einblick in die Folgen bekommen? Also haben die immer nur ihre Szenen quasi gesehen oder schon die ganzen Folgen? Nur die Szenen. Wie war dann die erste Reaktion, dass es so Zwitscher-Rollen sind? Oder? Es ist ja vielleicht auch etwas befremdlich. Ich meine, laut dem Anime hatte ja dann Saya als Mann halt auch Gefühle für Usagi, also Bunny gehabt. War es dann irgendwie so überraschend, so, wie sich das entwickelt hat jedes Mal? Und dann war es auch spannend.
Also letztendlich ist es schon so, dass ich mit Geschichten dann einfach auch mitgehe, ja? Dass mich das auch interessiert, was wird da eigentlich gerade erzählt, weil ich es ja sonst auch gar nicht glaubwürdig sprechen kann. Also, und ich lese dann eigentlich, weil das ist eben das, man muss dann einfach wahnsinnig schnell sein, da man eben diese Szenen nicht vorab gezeigt bekommt und es aus dem Zusammenhang gerissen ist, weiß ich, also dass eine Methode von mir ist, das geht halt vor allem, wenn man nicht geixt ist, aber es geht sogar, wenn man geixt ist, dass ich halt ganz, ganz schnell, wenn die da hinten technisch gerade irgendwie halt wieder voranspulen, dann gucke, wie es weitergeht, um einfach zu wissen, um mich vorzubereiten, was als nächstes kommt. Das ist noch eine Frage. Wie war denn die erste Reaktion, diese Videos, wie das ist denn? Nach so langer Zeit kamen da dann alte Erinnerungen auf, Anekdoten zum Beispiel, oder mal irgendwas Absurdes, wo dann wieder kaum ist eine Erinnerung. Das würde mich jetzt eigentlich gerne leider in dem Sinne nicht viel. Also ich kann nur dieses kleine, das ist wirklich ein winziges Studio von Grube, das tauchte natürlich wieder auf und eben der alte Herr Grube, der das gemacht hat, der gar nicht mehr lebt. Und dass ich dann eben damals noch mit zwei Kolleginnen vom Mikro stand, eben nicht geixt war, das weiß ich auch. Und wir uns da wirklich in einem winzigen Raum da halt getummelt haben, weil die haben ein größeres Studio und dann, früher war das so, obwohl es gibt sogar heutzutage auch noch, ein Studio ist so aufgebaut, dass man eben einen großen Raum hat und das ist für alles, was innen aufgenommen wird. Also wenn eine Szene innen spielt, ist man eben in dem großen Bereich und wenn es dann heißt außen, weil es ein anderer Sound ist, gibt es sozusagen eine kleine Kabine und dann sagt man, ja, es ist draußen und dann geht man in diese winzige Kabine und dann gibt es ja im Synchron zum Beispiel auch Sachen, da ist dann ein Ensemble, dann sind meinetwegen 8 Leute im Studio, weil sie halt irgendwie eine Menge halt darstellen, Einzeltakes haben, und dann tummeln sich dann 8 Leute, wenn es draußen ist, in so einer Kabine, dann kommt man sich sehr nah. Und bei uns, also der Herr Grube, ich weiß nicht, warum er das gemacht hatte, der hatte also dieses große Studio, hat aber eben alles sozusagen im Außenstudio, also in dieser Winzkabine aufgenommen und da standen wir halt immer zu dritt. Also an sowas habe ich mich dann halt erinnert, dass es eng war. Ja, vielleicht hast du das wolltest du sowieso fragen. Also die Jenny, also die Selenokon hat ja auch erzählt, dass sie ganz viel mit angekoppelt, mit Oberhaus aufgenommen hat. Das haben sie schon gesagt, dass sie zusammen mit den anderen beiden viel gesprochen haben. Können Sie sich da noch an die Zusammenarbeit erinnern? Also war das nur sehr lustig oder nicht? Auf jeden Fall lustig. Ja. Die anderen beiden sind auf jeden Fall doch. Also auch nette Kolleginnen. Ja. So, ich sehe gerade auch die Zeit. Wir haben noch ein paar Minuten, bevor wir auch den Clip abspielen. Wir haben noch eine dringende Frage, die gestellt werden muss. Da hinten, bitte. Es gibt ja auch Kampfszenen, die wir in Feiern gesprochen haben. Wie schwierig ist es, dass Emotionen oder innerhalb einer Kampfszene zu sprechen? Also für mich ist es kein Problem. Ich hab kein Problem damit, Emotionen sozusagen sofort abzurufen. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mit dem spaßigen Teil. Der leisigen Runde. Ich würde vorschlagen, sieht am besten ein Part aus, wo du auch gut den Thema sehen kannst. Wartest du, beeil dich! Ja. Also, hier kommt erstmal die TV-Version. Schauen wir uns jetzt das Ganze an? Ja, wir schauen es nur mal an. Bin gespannt, wie lange du das durchhalten kannst. Ja. Vielleicht ist das der erste Test, aber das ist eingeblendet. 3, 2, 1. Sofort auf, sie zu quälen. Sonst muss ich dich bestrafen, klar? Das war der erste. Hört sich interessant an. Wie soll das aussehen? Und leider. Mach es, Starfighter! Mach auf!
noch einmal hier aufgeschrieben. Ich dachte, das soll jetzt einfach ganz angeschaut werden, deswegen habe ich gefragt. Jetzt kommt quasi die Live-Version. Bereit? Okay, dann viel Spaß. Bin gespannt, wie lange du das durchhalten kannst. Sprüche. Okay, was machen wir denn? Mach das Starfighter, mach auf. Genau. Mach das Starfighter, mach auf! Sailor Star, strafe sie! Hallo Schätzchen.